Also wenn ich jetzt hier noch Silber finde, Peter, soll ich gierig sein? Ja klar, immer gierig sein. Immer gierig! Yep. Asta, don't be greedy, habe ich gerade erfahren. Mein Ding habe ich mal eben Double Kill gemacht. Ich bereite hier schon mal meine Erze vor für dich, Jay. Die warten nur auf dich. Also unsere. Ja, du kannst die. Brenn die nicht schon. Wieso nicht? Weil ich noch welche im Inventar habe von vorher. Ja, ist doch scheißegal, Alter. Ich sehe doch die normalen Erze ungebrannt und kann die dann einfach in einen neuen Slot tun. Ich habe hier, ich sehe hier ganz genau, was deine Hälfte ist und was nicht. Ja, gut. Denn ist ja gut. Beispielsweise 29 Copper Bar. Alter, ich habe auch noch welche dabei. 10 Iron Bar. Sewers. Also das ist jetzt nur dein Anteil, ne? Naja, ich weiß. Und 9. Alter! Silber. Den Fallschaden haben sie auf jeden Fall verbessert. Oh! So viel steht schon mal fest. Ja, du kriegst nicht so schnell Damage und noch nicht so viel. Da kommt mir auch so vor, als ob die Gegner schwächer wurden. Was so Damage angeht. Oder? Ja, alles vereinfacht hier, ey. Finde ich voll scheiße. Aber das mir ja, aber dafür haben sie aber auch die Waffen. Dafür haben sie aber die Waffen auch verschlechtert. Hast du denn nicht auch Rüstung an? Ja, aber ich habe vorher schon gekämpft mit der bisschen Kopper-Rüstung. Okay. So, weiter geht's. Oh Mann, ey. Ich kämpfe mich hier gerade nur noch mit zwei Fackeln durch die Gegend, ne? Immer einen abbauen, einen nach vorne. Du kannst auch einfach deine Lampe benutzen, ne? Ja, aber dann, das ist trotzdem voll scheiße. Okay. Echt wahr, Peter, das ist voll scheiße mit so einer Lampe. Na, natürlich kann ich das, aber das ist halt echt so. Alter. Ne? Alter! Alter! What the fuck? Alter. Aber was jetzt aus dem Satellitending geworden ist, haben wir auch noch nicht festgestellt, oder? Ja, da kam doch der Boss. Ah, stimmt. Richtig. Ja, mit dem Boss haben wir doch dann den Molten-Dings da gekriegt. Aber muss doch jeder nochmal machen, den Scheiß, oder? Ich hab richtig verstanden. Für die Quest nicht, nee, aber der hat halt nur einen von diesen Molten-Dingern fallen lassen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Braucht die jeder? Wenn du dein Schiff auch aufrüsten willst, dass das in den härteren Sektor kommt, brauchst du, glaube ich, auch so Dinge. Hast du in deinem Gemüsegarten schon Kartoffeln? Keine Ahnung, bau einfach an. Kartoffelseeds gefunden. Ja, bau an. Wenn da noch Platz ist, sonst schaffe ich gleich noch welchen. Ja, ich baue einfach ein bisschen Erde dahin. Wobei, ich habe keine hoch. Ach, guck mal einer an. Hallo, Jonathan. Ach, ist das schön, ne? Boah, ich brauche auch so eine hohe, ey. Oh, alles meins. Oh Gott. Oh. Au. Halten eigentlich bessere Pickaxes dann auch länger? Kann ich dir nicht sagen. Meine hat jetzt. Ich habe jetzt zwei Balken weniger bei meiner Silberaxt. Ja, wenn man die reparieren kann, ist schon mal gut. Oh, schön oben angekommen. So, warte, ich lass mich mal kurz hier deinen Kram geben. Oder willst du erst brennen? Alter, wie viel Eisen da ist. Dann würde ich jetzt auch eben nochmal brennen, oder? Ja, brenn vorher nochmal eine Runde, stimmt. Hallo Christian. Was hast denn du für ein geiles Schwert, der sieht voll Premium aus. Oder ist das dein Startschwert? Das ist mein Startschwert. Das ist so grün. Ja, ich bin auch ein Pflanzenmensch. Tiere, da gehen wir voll auf die Eier, die müssen sterben. Ja. Die bringen Pixel, das alleine lohnt sich da schon. Lol, voll Rückschlag, ey. Du kannst die da auch mal wieder abbauen, ne? Die Mais ist fertig, das Wheat ist fertig. Wie baue ich denn das ab? Einfach ganz normal? Okay. Alles, was du abbauen kannst, mit E. Puh, dann machen wir das doch mal. War das fertig? Mais ist fertig? Sind die Bananen auch fertig oder was? Ja, drück mal einfach mit E. Wenn du es abbauen lässt, dann sind sie fertig. Ja, Bananen waren fertig. Ich weiß nur noch nicht, was ich mit den Bananen machen kann, weil ich habe die gegessen und das hat mir nicht viel gebracht.
Bin ein bisschen frech. Banana. Gibt's keine neuen Seeds dafür? Doch. Okay, wollte schon sagen, ey. Banana. Will ich nicht sagen, Alter. Die Erklärung von Silver Ore finde ich super. It's Was Silver. Ist denn die Erklärung? Es ist Silver. Ja, es ist Silver. Achso. Ey, Peter, ich habe gestern übrigens Zelda durchgespielt, ne? Das Step Curse. Ja, und ich muss sagen, ich war voll traurig, als Gandalf da irgendwie dann, ne, nicht Gandalf, Dumbledore, den Turm runtergestoßen wurde. Ey, jetzt mal doof, Jay. Ich habe gerade Weizen abgebaut und habe 2 Wheat dafür bekommen. Zwei Wheat? Hadi, soll ich dir noch was sagen, Zelda? Ja, warte. Fühlt jetzt noch jemand hier im Haus? Ich nee! Aber... So! Gibst du mir den Stuff? Ja, pass auf, ich habe keine Wheat-Samen gefunden. Ja, das ist... keine Ahnung. Die habe ich da nicht rausbekommen. Ohne Scheiß, das ist voll der Bullshit. Bist du sicher, dass der die nur kaputt macht? Mit E. Ja, aber... Ich frag mich ja, ob es auch Ausrüstung Weed gibt, Seed. Um giftiges Wasser mit E, wieder mal. Ja, aber ich habe keinen Wheat-Seed. Doch, habe ich wohl. Ich habe auch Weizensamen. Weizen? Ich weiß nur nicht, woher. So, ich gebe dir jetzt mal deinen Stuff hier. Versuch mich jetzt mal an die Aber ich finde die Weed Seed jetzt auch gerade nicht, ehrlich gesagt. Ja, warte, ich hab da welchen. Wie viel brauchst du denn? Wie viel habe ich denn überhaupt? 3 habe ich. Ich plante einfach hier, wenn hier Platz ist. So, Licht leben dir, Jay. Sammle mal kurz ein. Bevor Christian da durchläuft, genau. So, wo ist mein Stuff? Ich finde den Reed Seed scheiße. Wo hast du denn den Weizen? Oder hast du noch keinen angebaut? Doch, aber der ist jetzt fertig. Also der, ach Quatsch, der ist nicht fertig. Den habe ich gerade erst neu angebaut. Ja, wo denn? Hier hinten, oder was? Nee, da einfach, neben? Wo Platz war. Rechts mehr so. Jetzt habe ich dich erwischt, du Sau. Böse Kampfmusik. So. Oh, Eisen sieht auf jeden Fall gut aus. Eine komplette Eisenrüstung ist auf jeden Fall drin. Ist ja schon Hast mal du was. Kein Gold gehabt? Gold habe ich dir gegeben. Was? 17 Goldbarren? Ich habe dir irgendwie 9 oder so gegeben. Ein Scheiß. 17 Goldbarren? Du bist ein ganz schön schlechter Ausbeuter. Ich stehe direkt neben dir. Wäre voll klug, oder voll cool zu wissen, wenn ich mal wissen, wie tief ich unter der Erde wäre. So. Hat irgendjemand von euch oben an der Welt? Achso, hier, Kohle, was ist damit? Ach, hab ich jetzt nicht geteilt. Und Scheiß auf Kohle. Ah, okay, cool. Hat's bestimmt ganz viel von. Ja, ich kann dir sagen, wie viel ich hab. Ich hab 129. Sollen wir das auch machen? Ich hab 59. Ist mir egal. Ja, dann lass das machen. Gib mir mal all deins, dann mach ich die Hälfte davon. Was mach ich denn mit Leder? Den eine geile SM-Rüstung bauen. Ich hab auch Leder gefunden. Hey, kann man irgendwie sich das angucken, was man jetzt beispielsweise aus den Bananen oder Leder machen kann? Ich weiß es nicht. Ja, du konntest doch irgendwo hier so eine Lupe benutzen und dir dann alles anzeigen lassen. Da oben rechts. Ja, aber das erklärt mir trotzdem nicht, wenn ich da drüber gehe, über das Leder, was ich damit machen kann. LOL! Also ehrlich gesagt. Alter, ich hab grad schon Schrecken gekriegt. Oder ist das so, ne? Da hat sich vom Eiskalt mein Spiel minimiert. Keine Ahnung. So, was brauche ich denn jetzt? Ja, ich habe auf jeden Fall zu wenig Eisen für eine. Erstmal eine Eisen. Hier die. Was sieht das hässlich aus? Ach komm, ich komme jetzt auch mal nach oben. Hab jetzt genug gefahren. Erstmal raus. Ja, ich bin auch gerade auf dem Weg nach oben. Buddel mich hier durch den Berg. Es gibt ja wohl eine Eisenrüstung. Habt ihr nicht gesagt, Eisen wird irgendwie übersprungen? Nee, nur der Pickaxe. Alter, man kriegt ja noch 13 Schaden für so einen Fall. Hau mich mal, komm. Hau mich, du Scheißvieh. Jawohl, so ist gut. Nochmal. Jawohl, Alter, und noch Eisen einmal. Das kostet aber nicht wenig, ey. Ja, hab ich auch nicht genug für. Hau mich! Eine Gold-Pickaxe könnte ich bauen jetzt. Ja, die baue ich mir jetzt auch. Aber wahrscheinlich habe ich da nicht genug Pixels für. Ich weiß nicht, was macht man denn mit dem Climbing Rope?
Habe ich auch nicht genug Pixels für. Was? Für ein Climbing Rope? Nee, für die Gold Pickaxe. Ich hab 87 Pixels. Alter. Ja, du verlierst doch jetzt mal ein Drittel, wenn du stirbst. Ja, wie kann man denn diese Ente verkaufen, Peter? Weißt du das? Ente. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, es wurde mir gesagt, dass der Schmied tatsächlich ein NPC-Händler war, den Christa gekillt hatte. Den habe ich nicht gekillt. Nicht? Ah, okay. Nee, sorry. Der Schmied wart ihr. Das war einer von euch. Ich habe nur den komischen Typen da bei dem... Was war denn das? Bei dem Schrein oder so, den ich ansprechen wollte. Den habe ich aus Versehen gehauen und ist der weggerannt. Sehr gut. Ach so, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja, weiß ich auch nicht mehr. So, dann dauert das jetzt erstmal ein bisschen. 191. Ja, ich sehe die Oberwelt. Boah. Du hast wenigstens jetzt komplette Kupferausrüstung, Jay. Das ist ja auch schon mal was. Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt eine Silberpickaxe und habe einen Silberbogen. Ne, Ironbogen, genau. Der ist ja auch wohl ganz wichtig laut Hardy. Den hatte ich vorher auch noch nicht. Also schon ein nettes Update. Und jetzt schlafe ich erstmal eine Runde. Weil das so spannend ist für die Zuschauer, mir beim Schlafen zuzusehen. Was macht Jay denn da? Weil Jay denkt aber auch mal wieder sehr pragmatisch und nicht ästhetisch. Ne, richtig. Wenn ich ästhetisch bauen will, dann sieht das anders aus. Ja, ich meine, das Geile ist ja, man kann sich ja irgendeinen Planeten aussuchen und den dann zu seinem Heimatplanet machen. Und egal, wo man rumreist, man kann immer auf den Go-Home-Knopf drücken in seinem Raumschiff und kommt dann zurück zu seinem Heimatplaneten. Ja, ist aufs Go-Home, Junge. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber ich würde diesen Planet würde ich nicht zu unserem Heimatplaneten machen, ehrlich gesagt, weil wir den schon ein bisschen verschandelt haben. Ach genau, eine Ho wollte ich mir ja noch bauen, shit. Vor allen Dingen würde ich sagen, für den Heimatplaneten sollte man die Base auch genau dahin bauen, wo man hingebeamt wird. Ja, genau. Nur, dass man direkt in so ein Gebäude reingebeamt wird, das wäre geil. Ja, kannst du halt nicht quasi so wie hier mit dem Ofen? Oder geht das, wenn du das breiter machst? Und wenn du es breiter machst, ja, dann musst du ein ganzes Stück breit machen, allerdings. Weiß ich doch nicht. Alter, dauert das lange, ey. Müde, Hardy. Wenn die andere Hälfte ja in den anderen Ofen tun können. Das stimmt. Ach, schon. Also irgendwie sehe ich die Reed-Seeds auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die... Heiligen. Ach, die sind... Alter, 120 Barren. Was? Ja, 120 Eisenbarren. Na dann? Ja, jetzt kommt nochmal das gleiche in Gold. Glaube ich. Ja, nicht ganz. Ganz schön nice. Boah, ich überlege auch so ein Distress Beacon zu bauen. Wollen wir nochmal so einen Boss bekämpfen? Oder müssen wir den überhaupt nochmal bauen? Können wir nicht einfach eher auf das Distress Beacon da oben drücken? Das ist meins, was da steht. Da kann man da nicht einfach eh drauf drücken, theoretisch. No signal, please activate on planet surface. Weiß nicht, was das bedeutet. Wieso baust du jetzt das Dach ab, Jay? Da hat man auch hingestellt, da steht natürlich falsch. Möchte im Dach wohnen. Muss das wirklich Ist dein Signal Beacon quasi rechts, verschwunden, als du den Boss gerufen hast? Ja, der stand hier rechts. Okay, verstehe. Ist auch mal ganz gut zu wissen eigentlich. Könntest du ja eigentlich den von Bram abbauen, anstatt diese Weine zu bauen. Ja, nee, Bram ist ja Bram, das kann ich nicht einfach abbauen. Ja, aber den setzt du ja dann... Ach nee, Quatsch, der verschwindet ja dann. Das ist natürlich... Ja, genau. Wäre sehr freundlich, wenn das nicht passiert. So, dann hol ich mal ein bisschen Holz. Oh. Katschu! So, jetzt habe ich wieder 100 Fackeln. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich doch nochmal jetzt eine Round mache, obwohl ich an der Oberfläche bin oder erst zurückkomme. Ich mache gleich nochmal eine Round, glaube ich. Moment, dann komme ich jetzt auch. Sollen wir dann zusammengehen? Ja, ich brauche noch ein bisschen, bis ich meine Dinger hier geschmolzen habe. Dann gucke ich erstmal, was ich daraus machen kann überhaupt, weil ich habe hier so viele Barren jetzt. Aber das Problem ist, ich habe keine Pixels einfach. Das kotzt mich ein bisschen an und ich hätte gern die Ducky verkauft. Aber irgendwer hat ja hier so einen NPC getötet, glaube ich. Das war sogar du. Okay. Ich war noch gar nicht da, als er das. Wollt ihr noch kurz da bleiben für den Boss oder scheiß drauf? Hol ran das Ding, da ist er. Ach, der kann doch nichts. Okay, jetzt. LOL! Alter Junge, der war eindeutig mehr live als vorher.